Hallo, willkommen bei MotoGP 17. Weiter geht's, eine neue Folge. Ja, jetzt, wir sind gerade vor der nächsten Woche und ich habe die Auswahl zu mich entscheiden, was wir können machen. Fotoshooting, Einzeltrainer, Muskelaufbau, Preisabschreibung oder Fitnessstudio. Aber ich werde sagen, wir nehmen das Geld. Das ist sehr wichtig. Okay, weiter geht's. So, und der nächste große Preis ist in Frankreich. HJC Helmet Grand Prix de France. Le Mans ist das. Oh. Okay, das klingt alles gut. Bleiben Sie dran. Kurze Pause für euch oder für mich und das geht weiter. So, wir sind zurück. Für die Qualify mit unserem Motorrad. Aber jetzt will ich wieder etwas basteln mit unserem Mechaniker. Weil ehrlich gesagt, das dauert noch eine Woche, bis wir haben noch unser Motor fertig. Wo liegt das Problem? In Kurve 9 herauskommen. Richtung gerade. Okay. Dann werden wir ihm sagen, in Richtung Wechsel. Dies so langsam. Okay. Änderung übernommen. Okay, dann zurück. Und jetzt zum Streck. Jetzt, ich versuche mein Bestes. Die letzte Zeit, das hat Sicht wirklich nicht so geklappt. Aber unser Motorrad ist so schwach. Und ja, jemand hat auch gesagt, dass ich nehme auch nicht die Kurve. Aber ich versuche das zu nehmen, aber die Geschwindigkeit ist manchmal zu hoch oder. Werd mal sehen. Aber da muss man immer richtig bremsen. So, jetzt. Jetzt wir starten. Le Mans, ich kenne auch den Streck sehr, sehr gut mit Autorennen. Das sollte auch nochmal für mich keine Problem. Ich habe zu schnell geredet. Aber ich komme sehr, sehr schnell jetzt. Ah! Eieieiei. Ja, manchmal gib mal Gas und dann. So, jetzt, wir sind in einem guten Tempo. Ich hoffe mal, dass wir können auch eine gute Zeit machen. Ah, der Mann hat mich überholt. Aber wir kommen schnell. Jawohl. Aber ihm war wieder überholt. Das heißt, dass ich bin einen Schritt schneller als ihm. Sehr gut, sehr gut. Aber wenn der ist letzt, das bringt mich auch nichts. Hey, hallo. Was soll das? Aber gerade gute Zeit. Und ich als Franzose, ja, Sie können auch alles sagen, oh, Le Mans, er muss das auf Streck schon oft gesehen haben. Ja, und das stimmt doch. Ich verfolge immer die 24 Stunden von Le Mans im Auto.
Und da muss ich zugeben, das Streck liebe ich so gern. Und schaut ihr das an, ich habe jetzt eine gute Zeit hingelegt, weil ich habe auch jetzt das verstanden. Ah, wenn man rot mache, dann haben wir auch eine sehr gute Zeit hingelegt. Und die Orange und Grau, das sind auch nicht so die beste Zeit. Aber wenn das ganz so weitergeht, das ist super. Dann habe ich richtig Einstellungen gemacht mit dem Motorrad. Aber das wird man erfahren, wenn ich komme wieder am Ziele. Ah nein, ich habe etwas Zeit verloren. Und da bekomme ich auch Zeitstrafe, jawohl. Oh. Aber dann habe ich wieder eine gute Zeit gelegt. Ah ja. Gut, jetzt machen wir Folgeverbesserung. Ah. Jetzt ist gerade, ich will schnell gehen und ich verliere meine Konzentration. So, in die nächste Runde werde ich besser. Ich hoffe mal, weil ehrlich gesagt, ich habe wirklich was gut gelegt. Aber das Spiel ist trotzdem eine feine Sache. Sie sehen auch, wenn Sie nehmen nicht so gerade gut die Kurve, dann machen Sie Fehler wie ich. Das wird auch sofort bestraft. Ah, yeah. Aber trotzdem, ich bin gut dabei. Oh, da bin ich in die Top 20. Oh, aber ich kann trotzdem besser machen. Ah, wieder Zeitstrafe. Ah, yeah. Ich weiß auch nicht warum. Ich habe nicht so Abkürzung genommen. Ah, dieser Rennen, ich glaube, ich werde wieder reinkommen in die Top 10. Du bleibst hinter mir, du. Ah, trotzdem. Aber ich muss rausgehen auf die Strecke, bevor das er mal umfallen mit mir. So, nächste Runde mache ich viel besser. Glauben Sie mir, ich bin jetzt heiß. Ich kenne auch den Streck ein bisschen mehr. Wo der ist auch nicht so schwer. Weil die letzte Zeit, das war ein großer Preis, die sehr schwer waren. Für mich. Als Nicht-Profi-Fahrer.
Oh. Ah, jetzt bremse ich so viel. So, aber jetzt, da gebe ich genug Gase, dass ich soll mich nicht verfolgen. Boah, das war knapp, aber bestand. Und wieder eine gute Zeit hingelegt. Nein, nicht hier raus. Eieiei. Aber die Motorradeinstellung jetzt stimmt. Ich merke das schon, dass... Also ich habe bessere Stabilität und besser Handling. So, weg, 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 du. Arbolino, Arbolino, lass mich durch. Ah, ja, 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 ja. Ah! Da machen die Fälle und ich auch. Aber überall. Jawohl, ich hab den überall. Ah! Aber die überrollt mich wieder. Ha, ha, ha! Aber gut. Trotzdem immer noch 4 Cent. Jetzt gebe ich besser Gas. Ah, ja, 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 nee. So, jetzt, jetzt, jetzt. Nicht so abstreckt. Ah, doch. Ah, ja, ja, ja. Das hat auch Straf gegeben. Ich habe nicht Abkürzung genommen. Ich muss zugeben, da war ich zu schnell und ja. Aber gut, das ist nicht so viel. Zeitstrafe. Okay, hier ist nichts passiert. Aber trotzdem, ich freue mich auf den nächsten Motor. Ehrlich. Weil das Geschwindigkeit ist die Hauptproblem hier mit dem Motorrad. Ah, da lege ich auch wieder eine, zwei rot. Ah, nicht so weggehen. Ah ja, aber das haben die gesehen, die Kommissar. Die müssen nicht mich verfolgen. Vielleicht jetzt eine gute Zeit. Ja, gute Zeit. 12. Platz jetzt. Verbesserung gemacht. Ah, raus. Wow. Ja, und jetzt ich mache Fälle, weil der Motorrad hat mich gestört. So ist das ab und zu im Motorrad. Ne? Sie denken, oh, das geht alles super, aber nein. So, wir machen noch einen Rund und dann fange ich mit dem Rennen an. Ja, und die nächste Mal werde ich auch die Frei-Qualify machen, alleine, weil das gibt auch Erfahrung. Punkt, habe ich gehört, von einem Kollegen von YouTube. Und da werde ich auch das machen, weil Erfahrungspunkt brauchen wir auch in dem Spiel. Aber ich hoffe, Sie haben Spaß, trotzdem. Okay,
Manchmal, ich kürze so ab die Kurve, aber wie gesagt, ich habe auch keine Wahl. Ich komme zu schnell mit dem Motorrad. Ich kenne nicht die Strecke unbedingt auf 100% und ja, da machen wir die Fälle. Gott sei Dank, das gibt auch so welche Spiele, die auch mit ein bisschen Realismus, weil sonst wird auch die Spaß nicht mehr dran sein. Aber ich glaube, ich bin die schlechte Fahrer, oder? Ich habe keine Ahnung. So, jetzt machen wir die letzte Runde und mal schauen, was ich kann noch wieder erreichen. Sowieso, der Rund war nix. Ah! Immer muss ich raus. Okay, kann ich Zeitstraf. Sehr gut. Ah, nein! Ich bin zu schnell und... Aber trotzdem, wo ich habe gerade so nicht gern gemacht, diese Abkürzung. Ne? Raus, raus. Mache ich trotzdem eine gute Zeit. Vielleicht liegen wir jetzt in die Top 10. Ich hoffe mal. Sonst 12. Platz ist auch okay zu starten. Aber die Motorrad fährt sich besser als vorher. Das muss ich zugeben. Das mit die Mechaniker muss man immer hingehen am Anfang. Weil es gibt Spiel, wo manchmal sie brauchen gar nichts zu machen. Die Auto geht nicht besser. Aber ihr im Spiel. Ah, nein, 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 nicht. Ah, super. Was alles gut war, ist alles wieder. Ah, nein. Das Problem, ich rede mit euch, ich bin auch nicht mehr so konzentriert manchmal. Ajo, danke. Ah! Okay, jetzt, ich spreche nicht mehr jetzt. So, trotzdem kann ich ein bisschen reden. Entschuldigung. Ja, jetzt mache ich keine gute Zeit. Dann werde ich sagen, ich mache noch einen Rund danach und dann fertig. Ich versuche trotzdem mein Bestes, aber ihr seht auch schön, dass klappt auch nicht so immer gut. Und wir sind auch nicht im grünen Bereich so. Ah, und jetzt kriege ich Zeitstrafe, oder? Ajo. So, ein bisschen mehr Konzentration brauche ich. Lass mal rollen. Egal. In dem Moment ist egal, was ich mache jetzt. Ich muss wieder mich sehr konzentrieren.
Ah! Oh, Gott sei Dank, das hat nicht gerechnet. Das haben die nicht, die haben mich nicht gesehen, oder? Gemeint, oh, den kennt man schön. Er kann Abkürzung nehmen. Wo das ist auch nicht mit Absicht gemacht. Aber trotzdem, ich bin trotzdem nicht schneller. Ja, ich glaube, ich kriege auch keine bessere Zeit. 12. Platz. Ah. Da habe ich ein paar Fehler gemacht, muss ich zugeben. Und jetzt sowieso, jetzt wird viel mehrere Leute unterwegs. Der Beseki, ja, was will der von mir? Er soll hinten bleiben. Hoppla, weg. Ah! Und er macht mich auch im Unfall. Ah! Verursacher. Oh je. Yeah. Okay, dann machen wir noch einen Rund. Wir machen noch eine letzte Runde und danach ist Qualifikation am Ende. So die Quali. Also wir fangen auch mit die Rennen. Aber erstmal gut. Ah, Sie haben gesehen, der hat Unfall gehabt mit mir und der überrollt mich. Da bin ich auch bestraft von ihm. Boah, schaut ihr das an. Wie schnell die kommen und ich mache gar keine Fehler jetzt gerade. Und trotzdem, die liegen vorn. Und trotzdem war ich auch wieder zu langsam. Eieiei! Zu langsam ist unfassbar. Ah, und ich muss raus auf die Strecke. Ah ja, und ich mache sowieso keine Verbesserung. Okay. Dann habe ich auch gelernt. Wenn man gute Zeit hinlegt, trotzdem. Oh, ich war trotzdem schneller hier. Oh. Ich habe keine Ahnung warum. Okay, dann versuchen wir das Beste hier rauszuholen. Aber trotzdem, ich werde wieder zu langsam. Okay. Dann gehen wir zum Rennen, werde ich sagen. Zurück zum Box. Ich kann leider keine bessere Zeit machen. So, Zeit vorspüle. Wo ist Sima? Hallo? Sima gerutscht? Ah! Wir haben keine Zeit gemacht, oder wie? Hallo? Oh! Da es gibt einen Fehler von mir dann. Ja, 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 ja. Ja.
Ich möchte zurück zum Qualify. Was ist los? Zu Streck. Ah, ja, ja, ja. Ich weiß nicht, was ist passiert. Sie haben auch gesehen, ich muss jetzt alles wieder neu anfangen. Okay, dann machen wir. Ich versuche meine Best jetzt. Also irgendwie habe ich eine Taste nicht gedrückt oder ist meine Zeit nicht gültig gewesen. Aber gut. Okay, jetzt Achtung. Jetzt volle Tempo, voll Gas. Das war auch fast ein Unfall gewesen mit dem Auto. Ah, jetzt ist er ärgerlich trotzdem, weil ich habe 12. Platz gemacht und irgendwie, das hat sich nicht registriert. Ey. Okay, wir machen 2 Runden, würde ich sagen, oder 3 und danach gebe ich Gas zum Rennen. Oder wir haben noch etwas erreicht mit dem ersten Rund, aber ich glaube nicht ganz. Da kriegt man sowieso an Zeitstrafe, an kleine. Ah, 14. Platz, aber gut, ich kann 12. Platz sein. Hallo. Oder vielleicht noch besser jetzt. So, jetzt habe ich drauf, werde ich zugeben. Keine Zeitstrafe, das ist sehr gut. Das war mein Opel-Ziel. Die Ziel ist auch, keine Zeitstrafe zu nehmen. Ah! Ah, der Motor überrollt mich, Sasaki, oder keine Ahnung, wie der heißt. Bewegung, lass mich durch. Und keine gute Zeit gelegt. Oh ja, ja, ja. Nur die erste Zeit war sehr gut. Und hier gehe ich schon ein bisschen auf die Abseite von dem Streck wieder hier her. Oh ja, 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 ja. Ah, jetzt werde ich bestraft. Das war doch klar. Unlogisch.
Oh je, ich habe keine Lust mehr. Ich mache zu viel Fälle. Das hat mich auch. Diese Technikproblem wieder. Etwas. Zeit gekostet. Okay, ich werde sagen, wir starten trotzdem auf die 14. Platz. So. Und jetzt öffentlich, das funktioniert. Weil, wie gesagt, ich weiß nicht, was ist passiert. So, jetzt. Das geht jetzt. Irgendwie habe ich etwas falsch gedrückt oder ich habe keine Ahnung. Aber gut, wir starten mit dem 14. Platz. Ist auch okay. Am 14. Platz ist okay. Da könnte man auch überleben, oder? So, die Rennen werden. So, die Rennen starten bald. Und die Part wird ein bisschen lang. Ich werde gucken. Dass wir machen das alles so richtig. Ja, vielleicht ist ein Spart mit 40 Minuten. Mal schauen. Okay, wir sind am Start. Und weiter geht's. Wir starten auf den 14. Platz. Hoffentlich auf eine gute Rennen von mir. Ah, ja, ja, hoppla! Bewegung! Jawohl, 12. Platz jetzt! Ah, der hat mich überrollt, der Modell. Ah, ja, ja, ja. Ah, und der bewegt mich auch. Außer der Strecke. Und ich rutsche wieder. Aber ich überroll wieder. Jawohl, bleib hinter mir. Aber wir sind auch gerutscht. Jetzt 15. Platz. Bewegung, Bewegung, da komme ich. Ah! Boah! Das war nicht zu machen. Aber Sie sehen, dass ich verliere. Platz. Aber jetzt komme ich wieder zurück. Ah, das gibt Zeitstrafe, ist egal. Die überrollen mich sowieso danach. Okay, 15. Platz. Wir sind trotzdem in dem Top 20. Silvon, die sponsert. Ah, jetzt wird mal überrollt. So, jetzt. Lass mich durch, du. Ich überroll dich wieder. So wie ich sehe, ich kann wieder zurückkommen zu den Top 10. Wenn wir richtig ordentlich Gas geben, ja. Wow, auf die
Auf dem Brems war ich sehr schnell als die andere. Und ich habe keinen abgezogen genommen. Wir haben auch gesehen, ne? Egal, wir sind ein bisschen abseits von dem Streck, aber ich möchte auch die Leute überholen. Bleib hinter mir, jawohl. Einen Platz, gut gemacht. Ah, er überholt mich wieder. Schön wieder Zeit. Ah, das gibt's doch nicht. Ich habe auch nicht so extrem Abkürzung genommen, oder? Ah, das ist schwer manchmal. Ne? Ah, und jetzt kommen alle die zurück jetzt. Ne? So, Bewegung, ich bin noch mehr schnell als du. Jawohl. Aber trotzdem, Sie sehen, dass ich werde zufrieden, wenn die neue Motor geht ab wie eine Rakete, ehrlich. Weil im Moment, die überrollt mich alle in die Grad und in die Kurve. Unfassbar. Aber 15. Platz, wenn ich schaffe das doch. Hallo. Schaut ihr das an. Der hat mich überholt, ohne Problem. Und ich komme sowieso nicht um den 14. Platz, ey. Okay, wir machen eine Abkürzung, ja, das ist auch egal. Sowieso, das ist nur die Zeit für die. Aber 15. Platz trotzdem, immerhin. Das war eine lange Strecke. Und eine lange Qualifikation auch. Aber trotzdem. Da guck mal. 15. Platz, okay. Und da kriegt man immer noch 7 Punkte. Oder? Oder sind die gesamte Punkte? Aber trotzdem muss man sich nicht beschweren. 15. Platz erreicht, ist auch okay. Ich freue mich auf die nächste Folge, sowieso mit neuem Motor. Und mal schauen, das wäre auch bestimmt. Alles wieder anspannen, dass wir kommen auch mit die Große da vorne. Okay, wir haben Startposition 14, Endplatzierung am Zielrennen. Okay, da kriegt man wieder Bonusrufe, oder? Ja, Annahmen 46R für Rufe. Und nehmen auch Geld für unser 15. Platz. Ah, ist alles okay. Dann werde ich sagen, ich beende auch die Part dann. Sowieso eine lange Part gewesen. Und ich bedanke mich noch fürs Zuschauen. Das Projekt geht immer noch weiter. Und Sie werden auch sehen, das gibt 40 Minuten jetzt bald. Oder ich werde gucken, vielleicht ich schneide noch ein bisschen. Oder wenn Sie haben nicht gesehen, vielleicht habe ich etwas geschnitten. Mal sehen, mal sehen. Okay, aber trotzdem, ich bedanke mich noch fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von MotoGP 17. Und ciao, bis die nächste Mal.